Leute, heute machen wir einen freshen neuen Vlog, denn heute fahre ich nach Berlin zu Ben. Wir haben es jetzt ungefähr 6 Uhr morgens und mein Zug fährt gleich los. Aber Fivey, mein Löwe, mein Bär, ist einfach mit mir aufgestanden. Er ist ziemlich müde noch. Oh nein! Ja. So, tschüss, kleine Maus. Tschüssi, komm heute Abend wieder. Voll geil, Leute. Ich habe mir jetzt mal erste Klasse hier gegönnt im Zug. Und ich habe aus Versehen so einen Abteilwagen gebucht. Aber, Leute, hier ist einfach keiner drin. Ich habe halt so einen kompletten Raum für mich alleine, was echt geil ist. Und hier ist so ein kleines Herz am Fenster. Zeit für einen kurzen Outfit-Check. Hier, Lia Pulli, nice. Meine Hose ist einfach schwarz. Aber, Leute, meine Schuhe, die killen euch. Ja, gleich komme ich in Berlin an. Lang, glaube ich, Frühstück für die Jungs. Achso, mir ist gerade eben noch voll was eingefallen. Und zwar habe ich noch ein kleines Geschenk für Ben. Das ist diese kleine Figur hier. Das Silbertuch ist da drin, damit die nicht immer umfällt. Und außerdem habe ich mir auch heute einen kleinen Prank überlegt. Und zwar habe ich alle, also Gambo, Fabi, Ben, bei meinen Instagram-Stories geblockt, sodass sie nicht sehen können, dass ich gerade unterwegs bin. Weil gestern zum Beispiel habe ich mich gleich krank gefühlt und ich dachte mir, ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Aber komischerweise hatte ich irgendwie einen Tag Halsschmerzen und das ist jetzt komplett weg und ich fahre jetzt einfach doch. Aber die wissen halt noch nicht, dass ich komme. Da kam gerade jemand, das war auch nicht. Naja. Auf jeden Fall werde ich, glaube ich, mit denen telefonieren und werden sie fragen, kommst du? Dann werde ich sagen, sorry Leute, mich hat es heute Nacht so weggekippt. Und dann sage ich, dass ich doch komme. Wir sehen uns in Berlin. Hallo, boah, Ben. Mich hat's die Nacht so weggeschaut. Alter Schwede. Aber schade. Ja, jetzt sind wir alle jetzt schade. Ganz traurig. Aber wir können ja als Entschuldigung Kaffee trinken. Mach die Tür auf, Alter. Das war ein heftiger Prank. Ja, was du erst jetzt aber in den Prank fallen lassen. Welche? Oh, Kacke, ich muss die Sachen erstmal noch reinholen. Moment. Ich bin Benson, aber ich habe fettige Haare gehabt. Ich habe auch fettige Haare. Wir sind die Frittengang. Yeah. Da ist Gambo. Moin. Gambo, was machst du gerade? Ich mach gerade was machst du da? Ben. Ach so. Ist fertig, Chef. Was soll ich jetzt machen? Ja, saug mal eine Runde, bitte. Okay. Wir haben auch gerade gefrühstückt. Yeah. Es gab eine Bowl. Ich glaube, die war giftig. Es gab Happy-Kekse. Die sind so hip. Und ein kleines Geschenk von Gambo. Wo ich dachte, das sind Nudeln. Und dann noch ein Geschenk für Benson. Heimer. Dankeschön. Ein Geschenk für mich. Eine SD-Karte. Spaß. Das ist kein Geschenk. Die brauche ich wieder. Sonst kann ich nicht arbeiten. Was? Ehrlich? Wenn ich die einfach klaue, dann kannst du keine Videos mehr aufnehmen. Ja. Und dann kommt nie wieder ein Video auf Dr. Banks. Banks, ja. Damit kann ich eine Geschichte verändern und beenden. Okay, dann fahre ich schnell nach Hause, Leute. Gambo wollte jetzt, dass ich Ginger Ale probiere. Keine Ahnung, wie das schmeckt. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Ja. Nein, nicht reinzoomen, bitte nicht reinzoomen. Outfit aus. Ich habe die neuen Treter. Meine sind anders abgetragen. Ja, meine haben auch schon ein Loch. Oh.
Fabi setzt an und... Der ist so süchtig, der Mann. Eieieiei. Alles wie gerutscht. Stark, Elina. Nein, das war der Herr. Elina, strike jetzt. Der ist gut. Schade. Weiß ich nicht. Der wird's. Ich mache mal den. Ben, wie zufrieden bist du mit deiner heutigen Leistung? Ich bin zufrieden, aber du bist süchtig. Ah, der war nicht so super. Ja, okay. Sagst du? Ich bin die Kugel. Junge. Ich schmeiß die Kamera hinterher. Das war bodenlos. Ich habe meine Kamera hinterher geschmissen. Oh, schade. Leute, Ben ist eine Idee gekommen. Und zwar, wer diese Runde letzter wird beim Bowlen, der bekommt TNT in sein Haus gesprengt. Oh, Ben legt schon los. Aber kann er nachlegen? Scheiße. Fabi ist als nächstes. Legt los. Ah. Wurf Nummer 2. Alter. Scheiße, jetzt bin ich dran. Der Verlierer verliert sein Haus. Ne, ist ja so. Du musst jetzt abräumen, Elina. Wichtig. Der kommt arschgut. Na, geht's doch. Aber ist okay. Der dreht sich nicht. Schade. Schlecht. Das könnte das TNT gewesen sein. Jumbo ist dran. Oh mein Gott, Alter. Also, erste Runde sieht gar nicht gut für mich aus. Jumbo hat einen extrem wichtigen Wurf. Leute, lass ein Like da, wenn ich den treffen soll. Ja, nein! Aber die sind doppelt. Jetzt haben wir die aber doppelt. Aber es sind zwei, ne? Immer auf. Lina, du bist safe. Oh mein Gott, die zweite Runde sieht auch ganz wild aus. Lina, atme durch. Dein Haus ist sicher. Nein, weiß ich nicht. Ich konnte mich ein bisschen saven. Ben wirft. Mike. Nein! Meinst du, du kriegst den weg? Auf gar keinen Fall. Klar! Auf gar keinen Fall. Ja, der muss langsam. Das war nichts. Gucken wir mal aufs Scoreboard. Wir sind auf dem 4. Platz oder so, aber unser Haus steht noch. So, das wird ein Strike um the Bike. Elina hatte einen Spare, das heißt jetzt doppelte Punkte mit diesem Wurf. Der ist gut. Der sieht professionell aus. Ja, okay, schade. Aber trotzdem ganz gut. Oh, ärgerlich. Aber ist schon gut. Oh nein! Lasst ein Like da, wenn ihr Mitleid habt. Oh! Wow! Das ist aber ein Strike. Hast du gesehen, wie es genau in dein Haus reingab? Bam! Das Fenster reingeflogen ist.
Lasst mich wenigstens dabei sein, wenn ihr es macht. Mann, da muss ich wieder ein YouTube-Video angucken, um ein neues Haus hinzustellen. Was soll denn das? Bisher ist Fabi erster, Ben zweiter, Raki dritter, ich vorletzte. Gambo zum Gletscher, das heißt, mein Haus ist noch safe. Jetzt ist die letzte Runde, da entscheidet sich alles. Oh. Zeit für meinen letzten Wurf und das wird ein Strike. Ben, das wird ein Strike, ich sag. Saftig, knaftigen Strike, oder was? Das war das TNT in Gambos Haus. Für den letzten, den Moment. Das ist ein Trümmerwurf, Leute. Dein Haus ist weg. Mein Haus ist weg. Aber nicht meine geheime Geheimwaffe. Gambo, das hast du. Ab in die Nuller. Du musst live filmen, wie er sein Haus wegfällt. Wie sein Haus wegfällt. Viel Glück, Gambo. Oh. Ah. Einer der besten. Weil der unkennbar. Wow. Wow. Dann müssen wir jetzt auswerten. Ja, 89 bei Ben, 113 bei Fa, 75 bei Elina. Und ich werde angerufen. Ciao. Film mal das Scoreboard. Ja, ja, film das mal. Und zoom mal auch wirklich auf den Letztplatzierten. Oh da. Ja, ich zoom da richtig heftig auf. Wir haben einen Verlierer. Ich bin Vorletzten. Ja, Gambo, da ist das Haus weg. Da ist das Haus weg. Ich muss meine Items vorher selbst. Oh Mann, ey. Leute, das ist ehrlich so dumm. Jetzt in der Runde, wo es um nichts geht, sind Gambo und ich richtig gut dabei. Jetzt sind wir essen. Ich habe einen Salat. Fabi hat eine Lasagne. Gambo hat eine Lasagne. Und Ben hat... Ich habe Spaghetti. Also sind keine Spaghetti, aber die Arme. Guten Hunger. So Leute, das war's mit dem Vlog. Ben, was sagst du? Das war ein super Ding. Toll. Und Gambo, du hast das Schlusswort. Lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr weitere Vlogs sehen wollt. Tschüss.